Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exiles Kurzschlieger. Ja, wir sind hier in Akt 2 angekommen das letzte Mal und machen gleich mal weiter mit dem Spectral Helix Skill. Wir nutzen später diesen Angriff hier, das ist Schildansturm. Und der ist noch ein bisschen schwächer als Spectral Helix, deshalb fände ich Spectral Helix natürlich schon recht viel Schaden anzurichten. So, das letzte Mal ja, wollten wir ja nach oben skillen und haben gedacht, ja, wenn wir doch nicht angreifen mit Schwertern oder so, also mit Waffen, sondern mit den Schilden, brauchen wir das ja gar nicht. Hier oben starker Arm, ist ja auch klar. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal hier rüber und nehmen hier ungehorsam, damit wir mehr Schaden machen mit dem Schild. Das ist sehr wichtig. Also Angriffsschaden erhöhen beim Tragen eines Schildes. Ist auch für Schäder. Also jetzt gerade momentan ist es nicht so effizient mit dem Anzug. Ja, doch, er war jetzt schon fast schon Bären. Aber er ist ein bisschen langsam noch. Der Hammer ist, also, ja. Spectral Helix ist sehr stark, sind ja keine Hammer, sondern Schwerter. So, ich habe es mal vorzeitig verwendet, da keine Gegner in der Nähe sind. So. Wir gehen direkt zu der Aura, damit wir die Ding haben. Herald of Purity. So, ihr werdet im Gebiet mächtige Fischlingen besiegen, begegnen. Okay. Da sind sie. Ja, die sind jetzt einfach zäh und machen vielleicht auch mal ein bisschen Schaden. Aber so im Allgemeinen. Ja. Es ist eher ein nerviges Popussy. Weil es ein bisschen länger dauert, die zu skillen. Die killen. So, ja. Speed kann natürlich ein bisschen höher sein noch. Das ist Wunschdenken. Also bin halt lieber einer, der wirklich Action hat und nicht so schwere Spiele spielt. Aber ich mache mir ja immer schwer, auch weil ich Solo Self halt meistens spiele. Jetzt zwar nicht, aber ihr kennt das vielleicht. Spielt so, dass ihr wenigstens eine Herausforderung habt. Nicht jetzt wie ich jetzt eher so. Schnelllevel mache ich natürlich nicht so gerne Herausforderungen, dann nehme ich jedes Item, das ich kriegen kann, halt aus der Gegentruhe und lege es dann einfach wieder zurück, wenn ich es nicht mehr brauche. Jetzt momentan brauche ich doch schon die Gegenstände dringend, da ich noch nicht so viel gespielt habe. Die anderen sind schon Level 90 oder so. Also die brauchen die Items ja nicht mehr. Okay, hier ist leider ein stärkerer Gegner. Machen wir doch mal kurz das Wappen hin. Oder das Banner eher. So. Ja, weiter. Gut. Ja, der Sprung ist schon stark. The Eternal Empire was built by sick minds. Wie ich einfach durchfliege. Richtig, gell? Oh, schnell besiegt. Hallo, gelber. Schwör. Grauenklinge. Zum genau gleichen schlechten Namen wie in Diablo 2, aber dennoch sind sie natürlich ein bisschen umfangreicher. Diablo 2 war gar nicht so umfangreich. Was Path of Exile natürlich um Welten umfangreicher. Ja, jetzt habe ich ja heute Affiliate erreicht. Kann twitchen mit
ja, Beats und so Sachen könnt ihr da ausgeben und so weiter. Also das ist eigentlich der Partner. Der Partner ist aber die nächste Stufe laut Namen. Aber sozusagen bin ich jetzt eigentlich schon sozusagen ein Partner, weil ich natürlich auch Werbung schalten kann, mache ich aber nicht so. Und eben einfach Geld verdienen mit Bits und mit Spenden. Ja, freue ich mich riesig drauf. Aber die Zuschauerzahlen sind halt ein bisschen runtergegangen. Ja, auch auf YouTube gehen die Aufrufe eher ein bisschen runter. Da ich halt einen ganzen Tag Sport mache oder am Ausgang bin und dann am Abend keine Zuschauer habe, weil ich meistens halt junge Leute habe, die Schule haben und dass wir nicht lange aufbleiben können, bin ich ein bisschen doof. Aber so ist das Leben, oder? Es bietet nicht immer leichte Vorgehensweisen. Man muss halt ein bisschen knabbern. Auf jede Unterstützung. Also ich liebe die Unterstützung. Ja. Ich tue ja auch ganz vielen anderen helfen. Wäre natürlich schon mal ein bisschen fair, wenn ich auch ein bisschen mal unterstützt werde. Ich werde aber kaum oder bis gar nicht unterstützt und das ist natürlich schon ungerecht. Aber ich habe ganz viele Livestreamer extrem erfolgreich gemacht, weil ich sehr aktiv immer bin. Und das schätzen viele Leute. Also viele Streamer halt extremst. Nur eben Zuschauer, die machen es nicht bei mir. Also meine Zuschauer machen es halt nicht so bei mir. Könnt ihr auch Erster sein oder so. Dass er das macht. So richtig macht. Wirklich auch dran bleibt. Ich habe halt eine eiserne Geduld und das ist halt gut bei solchen Sachen. Der immer wieder zurückkehrt, wenn jemand weiter streamt oder Let's Plays macht. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, so langsam sterben halt Let's Plays wirklich extremst aus. Nennt mir mal einen, der wirklich auch richtige Let's Plays macht und nicht nur Werbung. Zum Beispiel ich mache ja keine Werbung. Ich tue ja das Spiel nicht gut reden. Ich sag meine Sachen, ich sag Feedback, wie das Spiel so ist. Also richtig gut reden oder richtige, ja, kauft das Spiel und so, sage ich ja nie. Ihr seht das Game, könnt eine Meinung machen, hört mein Feedback immer wieder. Und das tut sozusagen dem Spiel auch helfen. Da muss ich gar keine Werbung machen. Seid ja gescheit genug. Ja. So, jetzt sind wir einen Riesenschritt weit. Jetzt bekommen wir Heart of Purity, aber ist natürlich nicht hier. Brauchen wir beide an. Nein, brauchen wir nicht. Seismische Stein brauchen wir auch nicht. Wir nehmen einfach Herald der Asche. Und ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich beide nicht so gut ausrüsten. Ziemlich gut. Würde sich sogar recht lohnen. Mana nach Tötung. Wieso nicht? So, bald habe ich ja den neuen PC und dann läuft das alles auch ein bisschen besser. Ist wahrscheinlich einfach wegen der Bitrate schon gut eingestellt ist bei mir. Natürlich schon so, dass ich jetzt weniger schnelle Ladezeiten habe, also eher lange Ladezeiten habe. Das Game halt einfach uralt ist, also sicher 10 Jahre schon damals veraltet war die Engine. Kann man nichts machen. So, jetzt haben wir noch ein paar ausgerüstet. Mana. Ja. So, was machen wir mit dir? Ja. Könnten wir gebrauchen. Gut, da haben wir auch Mana. Herald der Asche einfach mal ausrüsten irgendwie.
Ja, ich muss unbedingt umfilmen. So. Okay, hier auch einen Helm. Bitte einen besseren Helm. Ja, zum Beispiel Barbute-Helm. Return if you must. Gut, Sockel. Gut, das hätten wir. Jetzt können wir eigentlich direkt weitergehen. Wir einfach schauen, ob ich jetzt noch Klerik ausrüsten kann oder irgendwo I have story. Ding habe. Ah ja, Halt of Fury, die. Wie heißt das auf Deutsch? Harald der The Reinheit, true okay. to you. Klar. Gut, Clerfi. Da. Ja. Tut sich am besten. Prima, jetzt werden wir stärker. Jetzt machen wir auch die Skill-Punkt-Quest und die Attack-Speed-Quest. So. Schauen wir mal. Ja. Ich will mit diesem Angriff nochmal. Ja, die Totems müsst ihr nicht besiegen. Die sind sowieso mega zäh. Die machen ja nichts mehr. Also Schaden beim Laser. So ein roter Gegner ist natürlich schon recht stark. Aber mit Spectral Helix kein Problem. Hier haben wir ja den Skin. Also wenn ihr einen Skill zum Leveln sucht ab Akt 2, hier habt ihr ihn. Ist ja mega stark. Ist ja unglaublich. Einfach die ganze Zeit immer wieder drücken. Wenn ihr gedrückt hält, ja. Ist halt ein bisschen langsam. Ich hoffe, wir bekommen bald wieder so einen Gegenstand über. Ja gut, wenn hier gar nichts mehr kommt hier. Also unbedingt zuerst hier runter. Genug Leben haben wir ja jetzt gerade momentan. Müssen dann aber wieder das Leben holen vom Duellisten. Und dann eigentlich Impel. Also langsam bekommen wir ja auch das Banner. Ich weiß nicht, ob ich das Banner jetzt schon. Nein, habe ich ja nicht. Keine Ahnung, wenn man das Impel-Banner bekommt. Aber das brauchen wir. Und dann weiter unten haben wir noch Impale zum Skin. Das ist, glaube ich, nur 20% Chance, aber gut. Das multipliziert sich ja. Das macht einfach plus Prozent. So. Also jetzt momentan geht es so gut mit dem Killen. Jetzt können wir diese Events nochmals ein bisschen machen. Aber es dauert halt immer wieder einige Zeit. Belohnung ist natürlich auch nicht gerade so da. Also, dass man levelt. Also, es lohnt sich noch nicht. Wir bekommen nicht neue Items über. Schade. Durch. Okay. Oh. Der Sprungangriff, der macht aber auch Schaden. Hey, das ist ja mega geil. Ich muss eigentlich gar nicht zielen. Weil bei Diablo 2 musste man mit dem Hammer eigentlich immer mega gut zielen. Also immer beim Gegner stehen. Aber so, ja. Ist das natürlich sehr praktisch. Also ich weiß nicht, sind halt Raider. Sind jetzt nicht so die mega zähesten Beats. Spectral Helix, aber ist ja mal mega geil.
bis wir so Level 40 sind oder so, nutzen wir mal den Spectral Helix. Einfach. Sehr gut. Schnell kommen wir auch vorwärts. Ah. Ich bin so glücklich über dieses Game. Es macht so mega viel Spaß. Einfach weil ich dann auch sehe schon, wie geil das Spiel dann im Endgame wird. So viel auch wieder überarbeitet wurde im Atlas. Ich freue mich. Schneller vorwärts. Die Richtung wahrscheinlich. Wir müssen alle töten, alle Banditen. Und sich am meisten. Ein guter Loot ist momentan auch drin. Nicht schlecht. Also vorher haben wir noch irgendwas gefunden. Schöne Orbs. You have a powerful aura. Thank you, my ancestors. 5th November. Remember the 5th November. Remember the 5th November. Vendetta. Das glaube ich Daisy. Ich bin eher der Marvel-Fan, also nicht Fan, aber ich mag eher die Marvel-Filme, aber Daisy-Filme manchmal so Joker-Film oder eben V wie Vendetta. Das ist natürlich schon richtig geil. Oder Batman, also ich bin nicht so riesig der Batman-Fan in der Dark-Trilogie. Aber gut, natürlich der zweite Teil ist natürlich schon extrem geil wegen dem Joker. Joker war immer so mein Lieblingsschurk. Ich finde ihn einfach wahnwitzig cool. Hey, yo. Sonst, ich konnte halt nicht andere Filme schauen, außer noch Bruce Lee und Jackie Chan Filme. Oder Bud Spence und Terence Hill Filme. Konnte ich halt nicht viele Filme schauen. War halt immer sehr begrenzt mit der Anzahl von, ja, Filmen. Beziehungsweise ich konnte gar nicht so viel Geld ausgeben. Also meine, ja, ich hatte nie Sockgeld. Deshalb habe ich solche Filme geschaut bei Freunden. Da auch mal einen Film geschenkt bekommen. Ja. Also der Helm ist ja mal mega super. Ja, und ist natürlich auch so ein Mist. Wir brauchen zwei rote. Hey, das ist Rüstung und Energy Shield. Danke sehr. Den können wir eigentlich gleich wieder verkaufen. Wir haben so wenig ein Ding. Es wäre in der Alchemie. Diese weisen Alten einfach sofort verkaufen. So, haben wir etwas anderes. Wir haben hier noch eine Rüstung, die ist aber nicht so gut. Ja. Okay, die Ringe. Soll ich sie ausrüsten? Wir brauchen schon Resistenzen. Wenn wir Probleme haben mit dem Mana, dann equipen wir die halt wieder rum. So. Und eben hier haben wir nicht neue Items. Ne. Diesen Stab, ich weiß nicht, vielleicht mal einen Soul mit dem Angriff der Zielsuchend ist. Diese Katzen da. Keine Ahnung mehr, wie der heißt. Komm jetzt nicht drauf.
Ah ja, so ein Chaos-Angriff, der so langsam geschossen hat. Zwar, ja, mit ein bisschen Sachen Aufwand natürlich machbar. Aber gut, ich bin eher so Fan von Nahkampf. Ich bin der Nahkampftypi. The moon was full the night of the black. Und deshalb lieber solchen Beat machen mit Schild. Also, wenn es mal ein gutes Schild mit Zweihandwaffen gibt, mache ich Zweihandwaffen-Beat als nächstes. Die Leute sagen immer so, mach keinen Nahkampf, du wirst zu oft getroffen und so. Ja, dafür hast du eine viel bessere Verteidigung. Also so ein Two-Hit kann ich noch mit dem Heiltrank retten. Aber so One-Hits, zum Beispiel von einem Range, der auf Geschicklichkeit, also auf Ausweichchance geht, der ist einfach tot, wenn er mal getroffen wird. Mag ich nicht so gerne. Ich möchte lieber so 82 zu allen Resistenzen haben. Und so eine 34, glaube ich, ist es zu Chaos-Resistenz. Ist viel besser. Und dann kann man also Angriffen auch standhalten. Oh, ist der schnell da. Oh. Nice, nice, nice. Wie cool, wie cool. Ja, genau, die Cavern muss ich noch holen. Ich muss noch die Spinnen zur Spinne gehen. Das müssen wir dann gleich beim nächsten. Aber die Spinne ist ja schon nicht so leicht meistens. Also, wieso nicht einfach kurz noch die zwei Skillpunkte holen? Okay, da sind aber viele Gegner. Dankeschön, lieber Lava-Luchster. Ist jetzt nicht bei mir unten explodieren. Er explodiert einfach sofort wieder. Okay, das ist ein bisschen schwerer Gegner. Was hatte der? Ah, ist schon tot. Und er hat irgendwelche defensiven Ding. Okay, ah, da ist noch ein Clown. Das ist der Joker. Joker. Weg. Sehr gut. Okay, gehen wir schon Impel. Ich glaube, wir halten das sonst nicht aus. Angriffsgeschwindigkeit muss ich skillen? Nein? Warte kurz. Doch, muss das skillen. Aber ja. Das Hauptproblem ist eigentlich ja, dass ich jetzt einfach Impel brauche langsam, sonst mache ich dann wirklich zu wenig Schaden. Vielleicht gibt es den auch erst auf Level 36, ich weiß jetzt nicht genau. Wahrscheinlich ab Level 28, nein, 24 ist das Krematorium 6. Ab dann bekommen wir den Skill. Also ja, den anderen Banner, Trade Banner oder wie der heißt. Ja, und den Schrei könnte ich ja eigentlich auch noch ausführen. Damit es ein bisschen schneller geht. Jetzt möchte ich einfach noch diesen Waypoint. Nämlich hier sein, ja. Wo ist das irgendwie? Wo ist ich's? Okay, noch 2 Minuten. Gut. Geben wir mal da oben irgendwo. Also hier ist er auf jeden Fall, ja. Genau, hier ist er. My mana is gone. Ja, vielleicht müssen wir doch ein bisschen auf Mana gehen noch. Das ist ein bisschen doof.
dass man so viel Mana-Probleme hat. I cannot do this yet. Na, was machst du jetzt? Ja? Die anderen Gegner werden auch getötet. Die Reichweite. Your reign is over. So. Jetzt holen wir hier noch die Belohnung ab. Zwei SK-Bücher. Oder nein, zwei SK-Punkte. Bücher bekommen wir hier in dieser Quest nicht über. Jetzt geht gleich auf die Uzi. Das ist der beste SK-Punktgeber. Und der ist, ja, einer der besten. Aber am Ende bekommen wir auch zwei. So, jetzt sind wir Feed-Seher und ja, machen einfach. Schau mal kurz. Er ist Level 91 jetzt. Ja, er ist natürlich schon ein richtiger. Der spielt irgendwie, weiß nicht, 15 Stunden pro Tag. Wir sind Level 21, sind auch schon weit für das wenige Spiel. Die wenigen Stunden spielen. Ignite that shit. Ja, das sind alles OP-Builds. Also er hat, glaube ich, Ignite. Pathfinder Elo. Ah, er spielt diesen wieder weiter mit den Flaschen, wo die Flaschen geworfen werden. Demikund ist wahrscheinlich, ja, auch irgendwie so ein Marauder, den wir spielen. Flips Psyus ist ein Fallen, wahrscheinlich diesen Schuss, der so ein bisschen Divine Eier, glaube ich. Oder, naja, ist wahrscheinlich Divin, sind alles, also sie nehmen, die Profis nehmen halt immer diese OP-sten Beats, ist ja klar. Ich bin eher einer, der nicht so OP-Beats nimmt, weil ich einfach auch ein bisschen Spaß haben will im Spiel und nicht das Spiel sofort durchspielen möchte. Also wir werden sicher auch keine Probleme haben mit diesem Beat, aber ich spiele das Spiel jetzt nicht so mega effizient. Ich muss niemandem beweisen, wie gut ich bin. Niemandem. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Anschauen. Tschüss.